Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar die Urbs Sims in the City. Das ist auch wieder so ein Spin-off-Sims-Spiel. Also nicht so ein Sims-Spiel wie Sims 2. Damals gab es das Spiel auf der PlayStation 2 und auf der GameCube. Wir spielen die GameCube-Version. Ich hoffe, alles funktioniert gut. Ich habe heute schon getestet. Ich wollte eigentlich ein anderes Spiel mit euch spielen. Das hat aber nicht funktioniert, so wie ich möchte. Deswegen kommt jetzt dieses Spiel. Wir machen natürlich ein... ich muss erstmal hier reinklicken, Mensch. Ein Spieler. Ich habe hier oben, rechts oben die Kamera. Falls es im Weg sein sollte, werde ich das nicht jetzt sehen können, aber in den neuen Folgen dann ändern. Okay, ja. Wir möchten ein neues Spiel starten, eine neue Stadt mit vier neuen Urbs beginnen. Okay. Hier nehmen wir unsere neuen Urb. Also die heißen hier Urb, die heißen gar nicht Sims. Urb erstellen. Aber es sind halt Sims in der Stadt, in der City. Das Spiel ist etwas älter. Ich habe es früher als Kind gespielt. Ich wollte mir eigentlich die Sims 2 auf der PlayStation kaufen, aber habe mir dann doch das hier gekauft. Okay, aus Versehen. Wir können jetzt wählen. Wähle einen Stil. Dann lesen wir mal. Bahnhof, das ist in der Mitte. Leder, Stacheln und üble Manieren. Da sehen wir hier schon an der Seite, wie das aussieht. Skaterpark, total lässig. Spritgasse, böse Mädchen und harte Jungs. Sonnendach, Tops und Hüfthosen. Okay. Das Spiel ist übrigens 12 plus, wenn ich mich richtig dran erinnere. Es ist nicht so wie Tomb Raider Anniversary, dass es brutal ist. Es ist einfach nur verschiedene Style-Typen, die es damals halt so gab. Südbrücke, Styling, wen interessiert's? Brilli Walli, Stars und Sternchen. Kosmosstraße, zurück zu den Wurzeln. Neon Osten, schnockieren um jeden Preis. Die Gießerei, schwarz wie die Nacht. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wo wir anfangen werden, beim Bahnhof. Der Bahnhof hat mir persönlich immer gut gefallen. Wir können jetzt wählen, ob wir männlich oder weiblich sein wollen. Wir sind aber weiblich, das kennen wir schon. Dann können wir bestimmen, wie wir aussehen wollen. Wie gehen wir mit? Dünn. Naja, vielleicht nicht zu dünn. Ach, jetzt machen wir halt doch dünn. Wir können unsere Hautfarbe ebenfalls bestimmen. Ich hoffe, ihr habt Vampirfarbe. Ich glaube, das ist so vampirig, wie es nur geht. So, jetzt können wir die Haare ebenfalls bestimmen. Am Anfang sind nicht so viele Haare da, aber das werden wir sowieso ändern. Wir machen das jetzt erstmal so, damit wir sehen können, was es hier für Köpfe hat. Oh, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ich weiß nicht, war das am Anfang gerade da? Dann haben wir hier verschiedene Augen. Die sehen doch sehr gut aus. Verschiedene Ohren. Oh, kleine Ohren. Gehen wir mal mit kleineren Ohren. Verschiedene Nasen. Verschiedene Lippen. Oh, die sind sehr, sehr hübsch. Aber wir stehen nicht mit diesen. Wir bleiben nicht mit diesen Haaren. Wir nehmen die lila. Ich finde die total hübsch. Die werden wir zwar nicht behalten. Das werdet ihr sehen, warum. Okay, ach, entfernen ist X. Okay. Für mich B. Für mich sind wieder die Knöpfe ganz anders. Vornamen. K, 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 A. Hier K. Oh, K. U. Nee. Nicht Kusruki. Kuruki. Okay. Bestätigen. Als nächstes kommt Käsekuchen, entfernen. So, ja. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, das tut mir schrecklich leid. Ich habe von der GameCube, meine Freundin hatte eine GameCube. Oh, kennt ihr dieses Lied? Dieses Lied ist von den Black Eyed Peas. Die Black Eyed Peas wurden nämlich in diesem Spiel ganz groß. Die haben sogar ihre eigenen Sims bekommen. Und alles aufgenommen. Moment. Groß, klein, weitere. Aha, guck mal.
Ach ja, da. E. Nicht E. Quatsch. Okay, jetzt wieder zu weitere. Okay, jetzt groß, klein. Käse. Blacktown. Ich glaube, momentan ist es noch in Englisch. Nee, es ist nicht in Englisch. Ich hoffe, da kriege ich keinen Copyright-Strike dafür oder Copyright, dass es nicht copyrighted ist, weil es ja eigentlich in Simlish gemacht ist. Käsekuchen. Jetzt haben wir es aber. Es brauchen wir etwas länger hier. Weil mein Name so lang ist. Okay, bist du bereit, in diesem Urb die Stadt zu? Ja. Nächste Halte. 98. Straße, okay? Also wir haben auch eine eigene Wohnung. Ihr werdet gleich sehen, wie das Spiel funktioniert. Ich habe früher mit meinen Freundinnen immer am Bahnhof angefangen, weil man sich sozusagen vom Kleinen hocharbeitet. Okay. Will I Am. Einer der Leadsinger von Black Eyed Peas. Hey Kuroki, ich bin's. Oh, kann ich gar nicht so schnell lesen. Darius. Hallo, ich bin Darius. Will I Am hat mir gesagt, dass du ein cooles Power Sozi hast. Drücke A, um das Power Sozi zu starten. Drücke erneut A, um die Zielzone zu treffen. Okay. Mann, wir sehen richtig weiß. Vampirweiß. Klasse, du bist auf dem besten Weg, dir einen Ruf in dieser Stadt zu machen. Ich werde dich im Auge behalten. Okay. Gut zu wissen. Los geht's, wir müssen uns beeilen. Aber wir sehen uns ja dann in der Stadt. Vergiss nicht, die Miete für dein neues Apartment zu zahlen. Keine Ahnung, wie mir es zahlt. Okay. Wir bewegen uns nicht als Sim, aber hier mit dem hier. Oh. Das da ist es, glaube ich. Ja, das ist unser Telefon. Etwas alt. Darius, ich werde immer mal wieder nach dir sehen. Ich kann zu Stil und Ruf verhelfen. Ruf brauchen wir, um weiterzukommen. Hey, deine Mama hat angerufen und sagte, Glückwunsch zu deinem ersten Apartment. Hier hast du 300 Simoleons, kauf dir ein paar Möbel. Ich habe dir ein paar Möbel überlassen. Sieh im Inventar deines Exams nach in den Bezirken. Kannst du weitere Möbel erwerben? Oh, wirklich? Das wusste ich noch nicht. Zurück. Aha. Inventar. Ah, wir haben eine Dusche, ein Sofa und einen Kühlschrank. Dann nehmen wir mal die Dusche. Ich werde wie immer in die Beschreibung verlinken, wo ihr dieses Spiel kaufen könnt. So. Und einmal einen Kühlschrank. So. Okay. Zurück. Gut, wir gehen jetzt aber erstmal zum Bahnhof. Nee, nicht will er einen. Die Treppe. Zum Bahnhof. So. Dann geht das Spiel auch schon los. Ich werde versuchen, diese Folge heute etwas länger zu machen. Ihr wisst, dass die Folge etwas später rauskommt. Macht aber überhaupt gar nichts. Ich wollte eigentlich für euch ein Spiel aufnehmen, für das ihr abgestimmt habt. Das Problem ist, dass es nicht da ist und dass es dann nicht wirklich funktioniert. Und mit dem alten hatte ich ein paar Probleme. Das heißt, ich muss mir ein neues kaufen. Und, ja. Okay, das ist der Bahnhof. Und das sind wir. Such dir einen Job, um Simoleons zu verdienen. Kenne ich natürlich schon auswendig, weil ich dieses Spiel und alles im Spiel ist und so lange gespielt habe. Gib sie mir uns für ein neues Styling aus, um andere zu beeindrucken. Okay. Knüpfe Kontakte zu anderen Obst, um dir Respekt zu verschaffen und baue deinen Ruf auf. Okay. Erreichst du deine Ziele, kannst du mit deinem Ruf neue Bezirke und Apartments freischalten. Ah, okay, gut. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Hier sehen wir alle Bezirke. Wir sind momentan Level 1, ein Niemand. Niemand kennt uns, niemand weiß, wer wir sind. Das hier ist Darius Penthouse, Sonnendach, Holzturm, Skaterpark, Südbrücke, Darius Penthouse, Kosmosstraße, Sonnendach, Spritgasse, ich will mal Spirit sagen, die Gießerei, 98 Straße, da leben wir. Brilli Valley,
und Neon Osten. Okay. So, zurück. Und wieder zurück. Hier könnt ihr euch bestimmt schon denken oder sehen, leben die Gothics und Punks. Hört man ja auch an der Musik. Okay, was wir jetzt erstmal machen müssen, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Das macht man hier drüben. Job an dem Junior Piercer. Nein, ich weiß, wie man die Piercings herstellt. Das kann ich euch zeigen. Wir brauchen wirklich mehr Piercings. Wenn du keine machst, kann sie niemand kaufen. Okay. Dann komm doch mal rüber hier. Da ist ein Türsteher. Da müssen wir unbedingt reinkommen. So. Okay, jetzt müssen wir nämlich die Knöpfe drücken. Ups. Die Knöpfe drücken, um Piercings herzustellen. Und ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, weil bei mir die Knöpfe nicht richtig sind. Oh. Entschuldigung. Bei mir ist das X und das B vertauscht. Ja, ich weiß. Okay. Und je schneller man klickt und gut klickt, desto schneller kann das hier auch werden. Oh. Aha. Ziel erreicht. Du hältst 300 Simoleons. Wenn du noch mehr Simoleons verdienen möchtest, musst du deine körperlichen Fähigkeiten auf mindestens 10 aufbauen. Ziel erreicht. Wir haben einen Gruß, Gruß erhalten. Was macht der da? Graffiti oder wie? Ja, Graffiti. Okay. Wir gehen jetzt erstmal hier rein, denn wir müssen unseren Stil ändern. Wir müssen uns hier den Gruftis, sag ich mal, anpassen. Bewege mit dem Stick haben wir, um andere Orbs zu markieren. Markiere einen Orb und drücke Arms um eine soziale Interaktion. Das machen wir noch nicht. Genau, jeder Bezirk hat seinen eigenen Stil. Es ist leichter, Ruf aufzubauen, wenn du das richtige Outfit trägst. Dann gehen wir mal rein. Hier hat es einer meiner liebsten Outfits drin. Also in dem Spiel, weil ich den Platz so liebe. Ich mag die Musik, ich mache da eigentlich alles. Okay, außer, naja, fast alles. Okay, fangen wir mal mit dem Kopf an. Kopfbedeckung, da ist nichts. Okay, Haare. Jetzt können wir auch sehen, jetzt verschiedene Haare. Jetzt die normalen Haare ebenfalls, das waren unsere Haare. Die könnten wir theoretisch jetzt, wenn wir hier draufklicken... Kaufen wir natürlich nicht. Könnten wir jetzt uns die Haarfarbe ändern? Machen wir aber nicht. Wir wollen neue Haare. Jetzt einmal die hier. Wir können auch drehen. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, welches ich am besten finde. Dann hat es noch sowas. Und sowas. Sieht aus wie so ein kleiner Besen. Wir haben noch sowas. Ich glaube, das gibt es in mehreren Farben. Dann die normalen Haare hier. Und dann sowas. Das sind noch keine normalen Haare. Das sieht irgendwie auch cool aus. Aber wir gehen hierfür. Ich finde die einfach am tollsten, diese Haare. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, so normalerweise würde ich jetzt auf Rot gehen, aber... Grün sieht auch toll aus. Aber wir nehmen Pink, weil sie ja schon mit Pink angefangen hat. Make-up. Oh. Wow, da haben sich sogar die Augen geändert. Da sind so kleine Sterne drin. Oh, da hat sie grüne Augen. Na, das sieht auch gut aus. Oh, das sieht auch hübsch aus. Oh, ja. Passt zwar nicht so hierher, aber... Oh, guck mal. Da bin ich. Das ist so ähnlich, wie ich mein Make-up manchmal mache. Besides die lila... außer die lila Kontaktlinsen. Okay. So, gehen wir mal runter. Und das sieht auch cool aus. Oh, das sieht sogar richtig cool aus, Mensch. Oh, das ebenfalls. Okay, wie ging es mit dem hier? Ich fand, das an den Lippen sieht das total cool aus. Das passt so mit dem Pink. Okay, Brillen hat es hier ebenfalls. Ah, nur eine 3D-Brille. Ja gut, die brauchen wir nicht. Okay, dann finde ich, sehen wir soweit ganz hübsch aus. Jetzt zu den Klamotten. Kopf. Nee, Quatsch, nicht Kopf. Shirt, was ist das? Shirt kreieren. Okay, was ist das? Ach, da können wir dann bestimmen, was hier drauf kommt. Zum Beispiel der liebe Darius hier. Nee, will ich
Ja, doch, ist für Ome. Hallo? Für Ome? Yeah, so gut sieht es nicht aus. Okay, hier haben wir das hier. Wir haben auch noch das hier. Ach, guck mal, ihm gefällt das. Ja, er kann auch sagen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Da sagt er jetzt nichts dazu. Oh Gott. Das sieht so total deformiert aus. Wir nehmen mal das hier. Ach, da können wir die Farbe von dem hier entscheiden. Machen wir einfach mal schwarz. Gut, Hose oder Rock. So. Dann gibt es noch das hier. Und das hier. Das hier, das ist dann eher so Punk. Oh, und sowas. Hm. Ich muss mal gucken. Also entweder das. Oder das. Na gut, wir gehen mal mit dem hier. Ja, ich möchte diesen Gegenstand wirklich kaufen. Einmal in schwarz. Okay, Schuhe. Oh, guck mal. Da haben wir solche Schuhe. Ich glaube, das ist ihr Punk. Naja, ja, oder? Hm. Solche Schuhe. Und solche Schuhe. Oh, ich glaube, das ist Punk. Das ist aber auch ein bisschen Kopf. Naja. Wir nehmen mal diese Schuhe. Die habe ich sogar im echten Leben, nur ohne das Rote. So. Okay. Da sehen wir doch schon ganz anders aus. Wir können auch Schmuck haben. Dann gucken wir mal bei Hals. Es passt eh nicht so. Zurück. Okay, einmal hier rein. Oh, guck mal. Das passt doch sehr, sehr gut. Oh, wir werden schon ein bisschen arm gerade, sehe ich, Mensch. Okay, im rechten Arm haben wir schon was. Zurück. Die Gürtel. Die haben keinen Gürtel, glaube ich. Oder haben die einen Gürtel? Ich wollte nicht zurück. Ach. Gürtel? Gürtel? Nee, die haben keinen Gürtel. Okay. Habe ich mich doch richtig... Manche Sachen erinnere ich mich noch, manche nicht. Zurück. Zurück. Nächstes Menü. Ja, gut. Jetzt werden wir aber auch schon ein bisschen arm, deswegen... So. Und schon sehen wir... ganz, 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 ganz anders aus. Heute sehe ich auch ganz, ganz anders aus. Wer es noch nicht bemerkt hat, ich habe heute pinken Lidschatten anstatt schwarzen an. Warum? Kann ich euch gerne verraten, aber nicht ganz. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich mal probiert habe, etwas für Valentinstag zu machen. Und zwar, weil da eine neue Ever After High-Puppe kommt. Vielleicht könnt ihr sogar raten, wer das sein wird. Okay. Also, wo ist der? Ah, ja, da. Nein, 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 nein. Ja. Blubberbob. Blubberbob, okay. Begrüßen, Handschlag. Wie bei jedem Sims-Spiel kann man natürlich einen Knopf drücken, wo es schneller geht. Okay. Eisbrecher. Kitzeln. Ach, jetzt weiß ich, warum der Blubberbob heißt. Der hat solche blubberligen Backen. Okay, anchecken, reden. Nee, nee, guck mal. Nee, 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 da. Power Sozi, nein. Eisbrecherwitz. Ich zeige allen meinen Freunden, wie mein genialer Spucktrick funktioniert. Und geht. Ziel erreicht. Dein Freund Blubberbob Joe hat dir eine freundliche Sozialaktion beigebracht. Spucktrick. Okay. Dann gucken wir mal. Freundlich sein. Handschlag. Was auch immer das da gerade war, was die gerade gemacht haben. Okay, freundlich sein, Handschlag. Geht der Spucktrick gerade nicht, oder wie? Huch! Halte Taste.
Ups. Upsi. Anchecken. Eisbrecher. Begrüßen. Ach, wir sind immer auf Begrüßen gegangen. Spucktrick. Na, dann mach jetzt mal den Spucktrick. Spucktrick. Mach mal den Spucktrick. Das war ja eklig. Du hast vielleicht ein Chaos angerichtet mit deinem Benehmen. Bist du im Kampfkäfig des Bahnhofes genau richtig? Du wirst es weit bringen. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir den Kampfkäfig freigeschaltet. Wir gehen erstmal auf Klo. So. Toilette benutzen. Wende weitere Sozialaktionen auf, um anderes... Oh, was ist da? Ah, da kann man Sachen einkaufen. Okay. Hier ist der Kampfkäfig, da können wir mit anderen Sims kämpfen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen es freischalten, dass unser Gesicht, glaube ich, an den Wänden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist auch ein Bett, wo wir uns, wo wir schlafen können. Hier können wir uns anziehen, wenn wir das wollen würden. Oder anders umziehen. Entschuldigung, nicht anziehen. Wir sind ja angezogen. Nee. Becken bitte. Hände waschen. Genau. Okay, vielleicht noch ein bisschen. Machen wir nochmal Piercings, weil, nee, wir wissen, wie man Piercings macht. Ja, wir brauchen wirklich mehr Piercings, ich weiß. Weil wir noch ein bisschen mehr Geld bräuchten. Man kann nie genug Geld haben. Okay. So. So, 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 so. Hä? Oh, jetzt war's schneller. Ich glaube, das seht ihr bereits. Oh, richtig schnell. Richtig, richtig. Oh Gott. Richtig. Richtig, 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 richtig schnell. Ah, Mist. Irgendwo wusste ich dann doch, dass es... Da sehen wir auch die ganzen Piercings. Die sehen natürlich alle nicht wirklich nach Piercings aus, da das Spiel wirklich schon älter ist. Es kam, glaube ich, raus in 2007. Das heißt, vor 10 Jahren. Ja, so alt bin ich. Älter als 10. Okay, wir haben wieder was erreicht. Oh, vielleicht können wir jetzt in den Kampfkäfig gehen. Ach, ich will nicht beobachten, Mensch. Nein! Falsche Taste! Wir wollen hier reingehen. Und? Liebe Türsteher, kann ich rein? Ziel erreicht. Gute Arbeit. Du bist jederzeit willkommen. Viel Spaß noch. Dankeschön. Moment, unser Telefon klingelt. Käfiggrandale. Lust auf ein wenig Grandale? Wir sehen uns heute Nacht im Käfig des Bahnhofs. Okay. Cool. Wir haben es auf jeden Fall hier reingeschafft. Und, ich hoffe, also das ist jetzt das Ende dieser Folge. Ich hoffe, dieses Spiel hat euch gefallen. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr dieses Spiel weiterhin sehen wollt. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und die Wingstop Games werden nach dem Kostüm-Quest-Let's Play kommen. Da ist, wie gesagt, noch nicht da, ist heute. Und, ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.